Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Mir macht gerade das SCP-Kram nicht mehr so viel Spaß. Deswegen mache ich jetzt hier wieder ein bisschen Dragon Ball Legends. Hab die Story ja an einem gewissen Punkt aufgehört. Deswegen mache ich jetzt weiter. Die Stadt ist anscheinend noch unversehrt. Okay, dann lass uns gleich ein Auto aussuchen. Welches sollen wir nehmen? Ist doch egal, entscheide dich endlich. Ich will mir neue Klamotten suchen. Gehören die Autos hier euch etwa beiden? Ha, die gehören keinem. Die Autos stehen hier einfach nur rum. Hä? Bewegen sie etwas, damit sie keinen Rost ansetzen. Ist doch nichts Schlimmes dabei. Ach so, verstehe. Lass uns mal testen, ob das Gefährt unserer Wahl noch anspringt. Moment mal, das ist doch Diebstahl. Hallo, hört mir jemand zu? Verdammt, wie konnte der großen Freezer-Armee nur so etwas passieren? Das ist alles durch die Schuld von diesem Saiyajin. Das werde ich ihm nie verzeihen. Hä? Hey, neue Beute im Anmarsch. Oh, ob die fossile Wertsachen dabei haben? Ha, ihr da im Auto, anhalten! Hey, du hast gerade mal umgefahren! Sie sind mir plötzlich vors Auto gesprungen. Was, wie soll ich da bitte bremsen? Also wirklich, naja, das Auto hat wohl nichts abbekommen. Ihr Dreckskerle! Und so bei den Haufen zu fahren, ihr traut euch was. Ey, du bist doch. Hä? Das ist ja der Dream, was der Freezer besiegt hat. Ihr Typen seid Überlebende der Freezer-Armee? Endlich haben wir dich. Hast du eine Ahnung, wie sehr wir deinetwegen gelitten haben? Als ob das nicht genug wäre, wolltest du uns auch noch mal den Haufen fahren? Solange ich dich wenigstens einmal ordentlich vermöbelt habe, habe ich keine Ruhe. Wer hätte gedacht, dass es unbeliebt ist, Charlotte? Du bist wohl auch kein Unschuldsengel. Du bist ja wohl derjenige, der es über den Haufen gefahren hat. Und überhaupt, diese Typen sind die Bösewichte, nicht wir. Gib mir das alles auf die Nerven. Wenn ihr ein Problem habt, können wir das sofort regeln. Dauert garantiert nur eine Sekunde. Sollen wir nicht doch lieber fliehen? Der hat den Meister Freezer besiegt. Wenn jetzt nicht kneifen, wenigstens einen Schlag muss ich verpassen. Wir können jetzt nicht einfach aufgeben. Du hast recht, wenigstens einen Schlag. Mach dich bereit, Saiyajin. Ich habe zumindest die Sachen angepasst. Also die Level und so. Es gibt eine Begrenzung bei allem. Das kann man einsetzen. Hier ist die Begrenzung quasi alle 3780 und Stufe Gott. Oh, es ist trotzdem ein bisschen stark. 3 Millionen Damage, nice. Nein, aua. Das wäre jetzt One-Hit. Oh, er hat überlebt, nein. Noch eine neue Mission. Naja, jetzt haben wir da gehört auch noch mehr Stress, den wir nicht gebrauchen konnten. War ich jetzt an allem schuld oder was, wenn sie 17 nicht wie ein Besessener gefahren wäre, wenn das nicht passiert? Komm mal runter, Charlotte. Mit einem kleinen Kampf als Abwechslung kommt uns doch gerade recht. Fühlt sich doch sicherer auch schon lebendiger, oder? Das stimmt schon, aber so gibt es also zu. Hallo Leute, ich habe es geschafft, eins von Dr. Geros Verstecken zu finden. Eins von mehreren? Ja, ich bin auch dabei, die Informationen zu analysieren, aber er hat sich scheinbar viele Verstecke zurechtgelegt. Wenn ich mit den Untersuchungen voranschreite, kann ich sicher auch die anderen Verstecke lokalisieren. Zu viele Informationen in so kurzer Zeit, erstaunlich. Ach, wie süß von dir, ein Lob ist immer Musik in meinen Ohren. Hey Bulma, du machst Kamera ganz verlegen. Da fällt mir doch auf, ich habe dich doch gar nicht vorgestellt. Ich bin Bulma, freut mich, dich kennenzulernen, Kamera. Ebenso schön, dich kennenzulernen, Bruder. Dein Freund ist ganz beiderseits. Oh, was für ein höflicher junger Mann. Ganz anders als Charlotte, obwohl beide Saiyajin sind. Hey, natürlich sind Kaba und ich verschieden. Das versteht sich doch von selbst. Entschuldige, Kaba. Wie du sicher schon weißt, ist Charlotte ein Trottel. Hab ein Auge auf ihn, ja? Keineswegs. Ich halte Charlotte keineswegs für einen Trottel. Ich kann dich übrigens hören, Bulma. Das wird ein Nachspiel haben. Hallo, die Verbindung ist gerade ganz schlecht. Habt ihr was gesagt? Diese Miese. Jedenfalls habe ich euch die Infos zur Lage des Verstecks geschickt. Ciao. Hallo, och Mann, diese Bulma. So fertig, wir kennen das Versteck jetzt richtig. Dann sollten wir uns schnell auf den Weg machen. Hier passiert echt etwas Aufregendes. Ja, allerdings, lass uns sofort Dr. Gero und seine Schergen aus dem Weg räumen.
Laut Bulmas Daten soll sich der Versteck dieses Geg soll sich das Versteck in dieser Gegend unter der Erde befinden. Das ist ja ein Berg von Trümmern. Da sollen wir uns jetzt durchfühlen. Das wird doch meine Kleidung ganz schmutzig. Hier drüben, hier riecht es nach dem Opa. Ja, hat ihr da schnüffelt? Der Typ ist ja wie ein Hund. Haha, interessant. Bei Gelegenheit müssen wir seinen Geruchssinn mal mit dem eines Hündchens vergleichen. Wartet, vielleicht sind hier Fallen versteckt. Wir müssen vorsichtiger. Fallenpaar, was auch immer hier auf uns wartet, sei es Dr. Gero oder Cell, ich mach alle platt. Ey, Moment mal, ich bin derjenige, der die kälte Lichter auspustet. Cell ist mir egal, aber dieses Mal mache ich den alten Sack halt, sie 17. So ist schon letztes Mal. Ach, Sacha, diese Leute hören mir überhaupt nicht auf mich. Kaba, hier ist eins von diesen Blechbüchsen, ich erledige sie. Ja, verstanden, ich komme sofort. Ach, komm schon. Zieh das Ganze nicht unnötig in die Länge, du stirbst sowieso in einem Schlag. Und tot. Von dem Alten gibt es keine Spur. Diese Einrichtung anscheinend wird sie nicht mehr benutzt. Schade, das war wohl eine Niete. Hast du wild, wollen wir uns bei der Gelegenheit mal umsehen? Umsehen? Was hast du denn so in dem Ort zu finden? Muss ich alles wiederholen? C16, nachdem wir auf der Suche sind, ist ein roboterartiger Cyborg, den der Alte gebaut hat. Wenn im Kampf die Heile von ihm zerstört werden, wird ihm das sicher hinderlich sein, oder? In dem Fall wird er vielleicht versuchen, in seinem Versteck das alte Ersatzteil zu finden. Und weil es da von uns hier war, hat er vielleicht schon Spuren hinterlassen. Ich verstehe, wenn das so ist, werde ich auch mithelfen. Danke, es gibt zwar keine Garantie, dass wir fündig werden. Hier selbst, wenn wir keine Hinweise suchen, macht die Suche trotzdem Spaß. Was macht daran Spaß, wenn man nichts findet, wonach man sucht, ist die Suche doch hervorragende Zeitverschwendung. Du verstehst es nicht. Die Erfolglosigkeit ist doch das, was den Spaß ausmacht. Je schwieriger die Schatzsucht, desto größer die Freude über den Schatz. Etwa so wie die Freude, wenn man einen echt harten Gegner besiegt hat? Ja, das könnte man sagen. Der Vergleich gefällt mir. Ihr redet zu viel, benutzt bei eurer Hände und nicht euer Mundwerk. Nichts zu finden. Wie wäre es, wenn wir einmal zur Stadt zurückkehren? Wir haben ziemlich überall gesucht. Du hast recht, aber vorher will ich eine Sache ausprobieren. Was denn? Charlotte, kannst du mal kurz an CR18 riechen? Wie bitte? Hä? Was soll das denn bringen? An C18 hat oft doch so... An C18 haftet vielleicht doch ein bisschen von dem Geruch von C16. Ich dachte, du könntest mit Hilfe des Geruchs nach C16 suchen. Geht's doch? Ich soll den Hund spielen? Vergiss es. Aber nicht, doch ich vertraue dir viel mehr als einem Hund. Drecksack. Aber mit so einer befindlichen Nase wie deiner könnte das sogar funktionieren. Spaß beiseite, Schlotz. C16 ist ein guter Freund von uns. Würdest du uns bitte helfen? Ich habe zwar vorhin gesagt, dass es nicht so wichtig ist, ob unsere Suche erfolgreich ist. Aber deine Unterstützung würde uns wirklich weiterhelfen. Na schön, ist ja gut, ich mach's. Das soll nur ein Witz sein. Ich hau dir den Riechkolben ab, wenn du mir zu nahe kommst. Schnupper doch an C17. C18, du hast C17 aus C16 aus der Kapsel geholt. Du warst doch auch derjenige, der ihn aktiviert hat. Du warst länger in seiner Nähe und deshalb riechst du dann auch mehr nach ihm, als ich es tue. Das macht ja wohl fast keinen Unterschied. Es war deine Idee, also solltest du dich zuerst bestuppern lassen. Beruhig dich mal, C18. Bei dir ist die Erfolgschance viel höher. Bei einer Schatzbrücke ist es um Effizienz, richtig? Vorhin hattest du überschätzt und noch was ganz anderes erzählt, C17. Du machst das alles mit voller Absicht. Nun hab ich nicht so. Meinst du, es macht mir Spaß, einen Hund zu spielen? Ich helfe euch auch nur, weil ich C16 als Freund scheinbar wirklich viel bedeutet. Wenn es dir alleine so unangenehm ist, dann rieche ich halt euch beiden, okay? Was? Hey, C17, komm jetzt bloß nicht damit, dass dir das nicht passt. Wenn er an uns beiden riecht, könnt ihr bestimmt mit der höchsten Effizienz den Geruch von C16 ausmachen, oder etwa nicht? C18, du. Hört endlich auf, rumzuzögern. Bringen wir es hinter uns. Ja, Grinch.
Oh Mann, was für eine Katastrophe. Und wessen Schuld ist das? Das war ein totaler Albtraum. Wenn hier einer meckern darf, dann ja wohl ich. Autsch, mich zu schlagen war voll unnötig. Aber immerhin hat Haus die ganze Sache in Anhaltspunkt gepackt. Das stimmt wohl. In der Stadt. Dort finden wir C16? Ja, das sollte ja sein, aber ist was, Charlotte? Da ist doch ein anderer Geruch. Er ist fast verflogen, aber der Geruch stammt auf jeden Fall von Cell. Cell? Dann sollten wir uns von ihr entfernen, bevor Cell uns bemerkt. Obwohl sich die 16 vielleicht in der Stadt auffällt. Wenn du abhauen willst, dann tu es alleine. Keine Sorge, Kammer, was passiert? Ich werde damit fertig. Aber endlich passiert immer was. Auf in die Stadt! Cell scheint nicht hier zu sein, aber die Klamotten, die hier rumliegen. Er hat sich wohl schon den Bauch vollgeschlagen. Verdammt, Cell, dieser Dreckskerl. Cell ist nicht hier, schön, aber wo steckt C16? Sein Geruch nehme ich ganz klar wahr. Er muss in unserer Nähe sein. Das ist doch. C16! Dieser Typ, der sieht ja furchterregend aus. Charlotte? Was hast du die ganze Zeit gesteckt? Weißt du, was wir wegen dir durchmachen mussten? C17, C18. Dass du hier bist, bedeutet, dass du auch Cell verfolgst, richtig? Dir muss man wohl wieder noch jedes Wort aus der Nase ziehen. Weg von dem Typen! Charlotte, was ist? Sein Geruch, irgendwas stimmt da nicht. C16? Ha! Er kommt, mach ich bereit! Zu einfach. Ich gehe weiter. Das stört mich teilweise an dem Spiel. Man kämpft gegen einen und dann passiert nichts und man kämpft einfach weiter. Oh, es passiert doch was. Er ist stark, noch so stark wie Cell oder sogar noch stärker. Mist, was geht hier vor sich? Ich hatte keine Ahnung, dass die Sechste so stark ist. Ha! Charlotte, was ist mit dir? Ich bin ein Super Saiyan. 17, 18, tut mir leid für euren Freund, aber jetzt mache ich ernst. Mach ihn Toast! Mehr, mehr. Aber verdammt, dieser miese Glockenkopf. Ha! Was ist das? Er hat doch nicht einfach C16 zerstört. Keine Ahnung, aber ein Angriff für diesen übersteht nicht mal C16 unbeschadet. So ein Dreck, der Typ guckt mich an, als ob nichts gewesen wäre. C16! Er ist einfach abgehauen. Ach, richtig, Kaba. Hey, alles in Ordnung? Ja, danke, es geht mir gut, aber was ist mit C16? Was ist bloß mit ihm los? Er ist doch ein guter Freund von euch, oder? Und trotzdem hat er euch ohne Vorwarnung angegriffen. Er kam mir sehr eigenartig vor. Verhält er sich immer so? Nein, normalerweise verhält er sich ganz typisch für einen Cyborg. Er ist ein völlig harmloser, verträumter Kerl, der am liebsten kleine Vögel beobachtet. Warum ist so ein Typ plötzlich C17? Ich weiß, du könntest 16 nicht sich selbst überlassen. Charlotte, mit deiner Nase führst du zu ihnen, oder?
Natürlich, hier lang. Diese Verwandlung von Charlotte Super Saiyajin. Davon habe ich noch nie zuvor gehört. Das lässt mich nicht mehr los. Ob ich auch so werden kann? Was machst du denn, Akaba? Wir lassen dich sonst hier. Entschuldigung, ich komme sofort. Haben wir dich, Gockelkopf? Dein Ki kann ich zwar nicht spüren, aber dein Geruch verrät dich. Meine Nase kann es doch nicht entkommen. Du Idiot, wieso verrätst du ihm das? Ist doch egal, ich werde ihn sowieso hier und jetzt platt machen. Du sollst ihn nicht platt machen. Und die 16 ist unser Freund schon vergessen. Du hast echt zu viele Schläge auf den Kopf bekommen, was? Du bist ganz schön frech. Ich habe ja nicht vor, ihn seine Einzelteile zu zerlegen. Ha! Er kommt! Mach dich bereit, Kawa. Diesen Gockel stutzen wir jetzt die Federn. Und wir kämpfen jetzt mit Charlotte. Wieso ist Charlotte so scheiße? Ich weiß, mit dem Super Saiyan, seiner Super Saiyan Form ist er nur ein bisschen besserer Hero-Charakter. Aber es ist trotzdem scheiße. Stirb! Ist auch egal, ich muss Charlotte nicht benutzen. Der Kerl ist aber hartnäckig. Er hat immer noch nicht genug. Unglaublich, er steht die 16 ihr nichts nach. Das ist also Charlotte's Macht in Super Saiyajin. Die 16, was ist los mit dir? Diesmal kommt uns nicht unter Erklärung davon, wenn wir sie aus der rausprügeln müssen. Ha! Was? C16, es ist Zeit. Die Blechbüchse, was hat C16 mit denen zu tun? Deine Mission war der Aufwärmtest nach dem Neustart. Deine Pflicht hier ist nun erfüllt. Überlass das hier unseren Kerl zu basieren, denn auf den gesammelten Kampfdaten wirst du nun neu justiert. Aufwärmtest, das eben war also noch nicht mal seine ganze Kraft? 16! Als ob ich dich erwischen lasse. Wir sind eure Gegner. Mist, ihr stört. Charlotte, kannst du den Geruch von 16 ausmachen? Nein, sein Geruch ist plötzlich verschwunden. Vielleicht ist er irgendwo in der Nähe des Meeres abgetaucht. Du musst ihm unbedingt deinen Trick verraten. Da, wo es darauf ankommt, bist du echt nicht zu gebrauchen. Oh, halt die Klappe. Sich über geschehene Fehler aufzuregen, bringt doch nichts. Es gibt etwas Wichtigeres, dass die 16 mit dem Blechkern unter einer Decke steckt. Hat mir nie jemand gesagt, was geht denn da ab? Keine Ahnung, ich weiß nicht, warum die 16 mit dem Alten zusammenarbeitet. Wer als 16 hat sich dem alten freien Stücken angeschlossen oder der Alte hat ihn umgebaut, damit er seinen Willen verliert oder aufs Wort hört. Das wäre ja eine ganz miese Nummer. Du meinst, die 16 wird unmöglich von Dr. Gero ferngesteuert? Ich habe hier zwar nicht genau, wovon ihr redet, aber daran, was ihr zuerst Dr. Gero verstecken müssen, ändert sich nichts, oder? Ja, von dem Alter fanden wir sicher, was mit 16 nicht stimmt. Ich brauche nur noch ein bisschen mehr Zeit, da kann ich euch sagen, was den Verstecken sagen. Bulma, wir erschrecken uns jedes Mal, wenn du so plötzlich meldest. Meinst du, du kannst die Waage des Verstecks bald bestimmen? Ja, wenn ich etwas herausgefunden habe, melde ich mich. Bis dahin müsst ihr noch ein kleines bisschen warten. Bis dann. Moment, hier im Niemandsland? Hier ist es super öde. Wenn das so ist, hätte ich ein Bitte. Schlopp, bitte mach mich zu deinem Schüler. Hä, zu meinem Schüler? Du willst mein Schüler werden? Ja, ich möchte, dass du mich trainierst. Selbst wenn es so daran nur dann ist, wenn du Zeit hast. So wie jetzt, diese Verwandlung, die mal zum Super Saiyajin wird.
wie man zum Super Saiyan wird. Also wenn das so wäre, was man mal so eben im Kampf gegen 16, weil ich der Einzige der überhaupt nichts ausrichten konnte. Ich will auch stärker werden und euch allen nützlich sein. Aber du. Also gut, einverstanden. Ich werde dich schneller trainieren und dich doch deren Super Saiyan machen. Vielen Dank, Schlott. Nein, Meister. Meister? Lass das. Sag doch nicht plötzlich Meister zu mir. Das macht mich ganz unruhig. Entschuldigung, also darf ich dich nicht Meister nennen? Ah, ich will es dir auch nicht verbieten. Also auch was soll's. Du kannst mich ab heute. Okay, ab heute bin ich dein Meister. Jawohl, vielen Dank, Meister Charlotte. Meister, klingt ein bisschen ungewohnt, aber ich kann mich dran gewöhnen. Also Meister, wie werde ich zum Super Saiyajin? Lass mich mal überlegen. Was denn? Du hast dich groß aufgespielt und weißt womöglich nicht einmal? Klappe, wieso sollte ich das nicht wissen? Also, das Geheimnis ist Training. Zuerst einmal musst du viel trainieren. Training mit einem Partner? Ja, natürlich. Um Super Saiyajin zu werden, musst du deine Kämpfen und stärker werden. Ich bin dein Trainingspartner, also greife ich mit voller Kraft an. Jawohl! Hey, das ist das erste Mal, dass wir miteinander kämpfen. Ich freue mich richtig. Das klingt spannend. Lass uns etwas mitwischen. Nur zu warten ist ja auch langweilig. Die Zeit totzuschlagen ist genau das Richtige. Wollt ihr zwar auch Super Saiyajin werden? Ach, sag das bloß nicht. Wenn ich Super Saiyajin werden will, darf ich nicht mitmachen. Endlich mal ein bisschen Action und dann ist es zu exklusiv für Saiyajin. Als Lehrmeister bist du ganz schön kaltherzig. Wer hat das denn gesagt, dass ihr nicht mitmachen dürft? Okay, mir reicht's. Ihr könnt mich alle zusammen angreifen. Los, kommt schon. One-Hit, obwohl ich genervt bin? Einfach fast One-Hit, obwohl ich immer noch genervt bin? Oh, das ist so ein Crit. Ja, also ich glaube, man sieht, dass das mein stärkstes Teammitglied ist, weil er fast One-Hit hat und Schlagen ist nicht seine Spezialität. Ja, der Kid Buu hier ist mein stärkstes Teammitglied. Direkt weiter? Direkt weiter. Bist du noch eigentlich fertig, Kappa? Gegen das Training beim alten Nappa war das doch gar nichts. Nappa? Die Angriffe brauchen mehr Schwumms, mehr Schmackes. Mehr Wumms, mehr Schmackes? Gibt es eine zweite Runde? Na ja, dann darfst du ehrlich anfangen. Zum Aufwärmen war das genau richtig. Ich mache jetzt mal ein bisschen ernst. Okay, das klingt spannend. Dann drehe ich auch ein bisschen auf. Aber Meister, aber unser Training. Ein halbherziger Trainingskraft bringt nichts. Aufgepasst, Kawa, sonst gibt's blaue Flecken. Ja. Oh, easy on, ja. Und Legendary Finish. Was denn? Schon keine Puste mehr? Perfekter Spaß gerade erst an. Das sieht tatsächlich doch überraschend frisch aus. Ist doch klar, wir verfügen über unerschöpfliche Energiereserven. Uns gehen nie die Puste aus. Unerschöpfte Energie. Was? Ich glaube, sie können immer weiterkämpfen, ohne jemals zu ermüden. Was? Das ist total unfair. Du sei mal nicht eingeschüchtert. Das Training ist dann beendet. Ah ja, stimmt. Kappa, wie fühlst du dich? Glaubst du, du kannst jetzt Super Saiyan werden?
Irgendwie überhaupt nicht. Ich dachte, wenn ich gegen dich kämpfen würde, käme ich hinter dein Geheimnis. Tut mir leid. Ich verstehe, mit deiner jetzigen Stärke sollte es aber möglich sein. Mist, gibt's keinen Weg? Junge, als Lehrmeister taugst du echt nix. Kaba, richtig? Soll ich dich nicht lieber trainieren? Hä? Meister klingt gar nicht schlecht. Und einen Schüler zu haben, finde ich irgendwie spannend. Auch wenn ich nicht zum Super Saiyajin werden kann, bin ich mir sicher, dass ich dich stärker machen kann. Moment mal, ich bin Kabas Lehrmeister. Ich werde dich stärker machen. Meister. Ach so, da ist es ja gut. Aber wenn du Kaba wirklich stärker machen willst, dann zeig ihm, wie er Super Saiyajin wird. Naja, also weißt du. Aha, je, es hilft auch alles nichts. Unter was für Umständen bist du zum ersten Mal zum Super Saiyan geworden? Ach, ich hab gegen Freezer gekämpft. Der hat mich total wütend gemacht. Das ist Kaba. Du musst richtig wütend werden, wenn du die Beherrschung verlierst. Kannst du zum Super Saiyan werden? Die Beherrschung verlieren, nur dadurch, dass man wütend wird, kann man zum Super Saiyan werden? Ja, kann man, aber sich ein bisschen über etwas zu ärgern reicht nicht. Du musst richtig austicken. Richtig austicken, das ist das Geheimnis der Super Saiyajin. Danke, CR18, du bist doch ein viel netter, als ich dachte. Hä? Das ist einfach nur dumm, dass ich länger tatenlos zusehen konnte. Das ging ja doch schneller als erwartet. Du hast es drauf. Hä? Das war nicht so ehrlich schwer. Ich habe euch die Koordinaten geschickt, also seid vorsichtig, ja? Wird schon schief gehen. Ich bin schließlich mit von der Partie. Na, du bist immer auch stärker geworden. Wenn wir Neues wissen, melden wir uns. Bis dann. Also gut, wollen wir aufbrechen? Und was mit dem Training? Ist doch klar, setzen wir auf den Weg zum Versteck fort. Was? Was ist denn, Kaba, keine Lust mehr? Im Gegenteil, ich freue mich. Ich hätte nur gedacht, das wäre nur für die Zeit, in der wir von Bulma warteten. Deshalb richte ich über solche Feindlichkeiten nicht den Kopf. Keine Sorge, ich kümmere mich um dich, bis du ein Super Saiyan bist. Vielen Dank, Meister. Training ist ja auch schön und gut, aber nicht, dass ihr später, wenn es darauf ankommt, keine Kraft mehr habt. Du weißt, das weiß ich doch, wir trainieren nur so lange, bis Kaba kurz vor dem Zusammenbruch ist. Hä, Meister? Macht doch, was ihr wollt, aber können wir nicht aufbrechen? Ja, klar! Ich kümmere mich mit Dr. Gero, Zell und C16 gleichzeitig. Wart's nur ab! So, das war's für die heutige Folge. Vielleicht mache ich sowas morgen oder so nochmal. Haut rein und tschüss!